Marius Ebert hier. Die Prüfungsfrage dieses Videos lautet: Wie macht man eine Qualitätssicherung, und zwar eine lieferantenbezogene Qualitätssicherung? Das heißt, Vorstellungskraft einschalten. Wir sind offensichtlich ein Produktionsbetrieb und haben Zulieferer. Und wie sichern wir nun die Qualität der zugelieferten Produkte? Wie bedeutet hier, was macht man? Und ich möchte mal drei Dinge aufzeigen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber drei elementare Dinge, die man machen kann. Zunächst einmal sollte man sich konzentrieren auf zertifizierte Lieferanten. Das heißt nicht unbedingt eine gute Qualität, aber es ist zumindest ein Hinweis, und in manchen Bereichen ist die Zertifizierung auch längst vorgeschrieben. Zertifizierte Lieferanten ist so eine Art Vorauswahl, die man trifft. Das ist noch nicht die eigentliche Qualitätssicherung. Das muss man auch sagen. Ja, wenn man sich da in der Praxis ein bisschen auskennt, muss man das auch sagen. Was ist die eigentliche Qualitätssicherung? Zweite Möglichkeit: Standards vorgeben. Ja, man gibt als Produktionsbetrieb den Lieferanten bestimmte Qualitätsstandards vor. Und das Dritte, das ist das Entscheidende, das sind die Vor-Ort-Audits bei den Lieferanten. Die Vor-Ort-Audits bei den Lieferanten, das heißt also, der Produktionsbetrieb, Mitarbeiter des Produktionsbetriebs besuchen den Lieferanten und machen dort vor Ort ein Audit. Audit übersetzen wir immer gerne mit Prüfung. Eigentlich kommt das aus dem Lateinischen von audire, hören. Das heißt, letztlich bedeutet es Fragen stellen. Fragen stellen und hören. Ja, das ist ein Audit. Fragen stellen und hören und dann auch protokollieren und das Ganze überwachen. Ja, wenn man das nächste Mal dann kommt, man macht diese Audits in regelmäßigen Abständen. Wenn man das nächste Mal kommt, dann hat man das Protokoll vom letzten Audit natürlich zur Hand. Und was wurde da, guckt dann, was wurde da moniert, was ist die Verbesserung gemacht worden und so weiter und so weiter. Ja, also es hat sehr viel auch mit Dokumentation zu tun. Man kann vor allem dieses letzte Element, das halte ich für das Wichtigste, die Vor-Ort-Audits, das kann man ausschmücken, ne, wenn man sich das wieder praktisch vorstellt, wie das abläuft. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.